behauptete, dass es sich auch um Brandstiftung gehandelt haben könnte. Die Kriminalpolizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Wir gehen dem Verdacht der Brandstiftung nach. Seit 2008 brannte es in der Gemeinde immer wieder. Für den Bürger... im RBB Fernsehen. Und hier geht es jetzt weiter mit Ingo Wötig, bitte. Vorher schon verraten, ungefähr 10% der Reifen sind gewechselt. 60 oder 60